Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Herzlich willkommen zum VfR TV. Unser Heimspiel gegen Scheiding-Heining ist gerade vorbei. 2:1 gewonnen. Daniel, warte zum Spiel. Ja, endlich. Endlich ist der Knoten geplatzt und wir haben die 3 Punkte auf unserer Seite. Ich bin saufroh für die Jungs und für das ganze Team drumherum, dass wir endlich belohnt worden sind für ein gutes Spiel. Sicherlich waren wir phasenweise sehr nervös, wie wir unsere Chancen nicht gemacht haben, aber ich glaube, es ist der Situation geschuldet und großer Stein, der gefallen ist. Wie hast du es geschafft, dass der Knoten gerade heute endlich geplatzt ist? Das vorne auch mal. Stefan Brunel zum Beispiel, 3 Chancen, 1 Tor. Wie kam es zustande? Ja, ich glaube, dass wir haben ja die letzten Wochen auch Chancen produziert. Aber heute, ich glaube vielleicht dadurch, dass der Gegner schon gesichert ist, punktemäßig in der Liga, waren sie nicht ganz so bissig, wie wir sie kennen. Und das hat uns vielleicht hin und wieder es ein bisschen einfacher gemacht. Aber sie haben trotzdem dagegen gehalten und wir haben trotzdem wieder viele Chancen gebraucht, um ein Tor zu machen. Und aber da musst du halt weitermachen, du darfst da nie aufgeben. Wie war es gefühlsmäßig bei dir zwischen der 70. und 80. Minute, wo so dieser alte Trott wieder zum Vorschein kam, wo die Jungs eigentlich besser waren, aber dann wieder einen Gang zurückgeschaltet haben? Ja, ich glaube, nachdem das Gegentor war wie so ein Zufallstreffer. Das ist nicht wirklich aus einem Fehler entstanden, aber aus 2 verlorenen Zweikämpfen. Dann waren wir ein bisschen passiv. Das passiert schon mal, denke ich. Und leider sind wir halt danach ein bisschen emotional wieder gebeutelt gewesen, indem dass du natürlich dann an die ganzen schlechten Spiele der Vergangenheit wahrscheinlich denkst. Und da hoffe ich, dass wir daraus lernen, dass wir dann das trotzdem mal über die Bühne kriegen, auch wenn wir mal ein Gegentor kassieren. Schade ist, dass wir halt dann nicht uns dafür belohnen, dass wir halt danach noch immer Chancen haben und einfach 3-1 drauflegen und gut ist. Aber die Jungs sind da nicht locker, weil der Druck halt schon groß ist und da müssen wir halt dann arbeiten, dass die Lockerheit zurückkommt. Aber es ist halt Abstiegskampf, da wird jeder ein bisschen gefangen sein und da geht es auch nicht immer nur darum, um schön Fußball zu spielen. Großer Stein vom Herzen gefallen, das heißt, heute Nacht wirst du wahrscheinlich gut schlafen, morgen früh gehst du wieder mit der Arbeit ran, sage ich mal. Was nimmst du dir vor für die Woche? Weil Nürnberg ist ja wieder das nächste Endspiel. Wie sieht's da aus? Ja, aber das ist eine spielstarke Mannschaft. Und gegen eine spielstarke Mannschaft tun wir uns halt manchmal auch leichter. Du kannst halt auch mal kontern. Du spielst dort bei denen. Da erwartet immer jeder, dass die Profimannschaft natürlich eigentlich spielerisch besser ist und gewinnt. Aber da muss man halt gute Gegenwehr haben, eine gute Verteidigung, muss halt immer schnell umschalten und das haben wir im Hinspiel gegen sie geschafft und das ist Hobby, dass wir das jetzt auch wieder hinkriegen. Ja, das Hinspiel war ja recht gut. Mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns und wir hoffen natürlich, dass wir nächste Woche wieder auf zahlreiche Fans, die mitreisen, hoffen können und dass wir wieder ein spannendes Spiel sehen, was zu unseren Gunsten ausgeht. Dankeschön und auf Wiedersehen.